Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute nehme ich euch mit in ein Tiny Camper Wochenende. Und zwar fahre ich gerade nach Wahlhausen. Es ist Mitte März 2023 und ich will mich dort mit einigen anderen Tiny Camper treffen und mir die natürlich auch anschauen. Ja, vielleicht sagt der eine oder andere auch, ja, das darfst du bei YouTube veröffentlichen. Also seid gespannt darauf. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu. Mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Momentan befinde ich mich auf der 143. Hinter mir direkt liegt Halle. Ich bin jetzt gerade 5 Minuten rausgefahren aus der Stadt. Ich weiß auch nicht, was Google mich schon wieder durch die Weltgeschichte schickt. Eigentlich A9 und fertig. Aber gut, so lerne ich noch ein bisschen Mitteldeutschland kennen. Hier sieht es auch ganz gut aus. Eine schöne ländliche Gegend. Wir haben einen schönen Sonnenuntergang bald. Und ja, in 1 Stunde 40 Minuten bin ich da. Ja, jetzt bin ich gleich da in Wahlhausen. Und habe ich euch schon erzählt, ich bin diesmal Premiere auf einem Campingplatz. Ich war noch nie mit Werner auf einem Campingplatz. Ich stehe immer autark. Ich bin schon gespannt, ob ich mich einordnen und ja, anpassen kann. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. So, ich bin jetzt angekommen. Hier ist der Campingplatz, wo das Treffen stattfindet. Und zwar im Ort Wahlhausen, irgendwo hier in Thüringen. Und ja, hier ist auch direkt die Werra. Ich drehe es mal um. Way back a year ago. I've changed for the better this time. Ist auch direkt der Ort Wahlhausen. So, aber jetzt gehe ich erstmal wieder da hoch zu meinem Minicamper, weil ich habe so einen Hunger und es gibt hier heute zwar Pizza satt, aber erst ab 19 Uhr. Darum muss ich jetzt irgendwas snacken noch. Noch eine kleine Landkarte. Also ich bin hier tatsächlich genau auf der Grenze zwischen Thüringen und Hessen, also in der Nähe von Kassel, wo die Werra in die Fulda fließt. Ja, genau hier, Wahlhausen. Ich zeige euch auch gleich mal den Campingplatz. Viel Laufkundschaft scheint es hier nicht zu geben. Die meisten haben hier so einen richtig festen Platz mit Gartenzaun, wahrscheinlich auch Gartenzwergen. Und ja, es gibt oben, wo wir stehen, einen kleinen Platz für Tagesgäste oder ja, für Menschen, die hier nicht dauerhaft campen wollen. Das ist gleich hier rechts, links rein. Rechts das Haus, das sind die Duschen und Toiletten. Hier ist die Müllstation. Es gibt auch Strom- und Wasserversorgung. Und ja, hier sind so 3 kleine Straßen. Und ein Bagger. Das ist die Rezeption und da hinten stehe ich irgendwo. Ja, da bin ich. Wurde schon eingeparkt, wie ich gerade sehe. So, aber jetzt muss ich erstmal was essen. Noch eine! Ja, ja, eine.
Ich muss hier eine Minute nutzen. So, der erste Abend neigt sich jetzt dem Ende. Ich bin jetzt vom Lagerfeuer aufgestanden. Das wurde tatsächlich echt kalt. Und ich mache es mir hier noch ein bisschen im Auto gemütlich und lasse den Abend für mich ausklingen. Es war wirklich nett. Ich habe zwei nette Damen getroffen. Eine folgt mir auf Instagram. Die kam dann zu mir und sagt, hey, ich bin die und die. Schön, dich echt mal kennenzulernen im echten Leben. Und die andere, ja, weiß gar nicht, ob die auf Instagram auch ist oder auf YouTube, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch eine super interessante Frau, die mit einem Land Rover durch die Gegend düst. Ja, war ein netter Abend und ich bin schon gespannt, was morgen passiert. Also, ich wünsche euch erstmal eine gute Nacht, falls ihr das Video am Abend schaut. Und ich nehme euch natürlich morgen weiterhin mit. Haut rein! Da bin ich auch schon wieder. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Es hat geregnet heute Nacht, aber es war überhaupt nicht kalt. Aber ich bin auch mit meinem Schlafsack eingemummelt und habe noch eine Decke drüber. Und hier scheint die Sonne. Schaut mal. Und ich werde jetzt aufstehen, habe mir Brötchen bestellt und ganz in Ruhe, aber alleine frühstücken. Auch auf so ein Treffen mag ich immer mal ein bisschen Abstand zu den anderen. Einige von denen werden hier so eine große Tafel aufbauen und gemeinsam frühstücken. Aber ich werde jetzt in aller Ruhe erstmal meinen Kaffee trinken und dann schauen. Vielleicht setze ich mich dann dazu, aber erstmal durchatmen. Heute Nacht hat es geregnet. Ja, das Programm für heute sieht wie folgt aus. Erstmal macht jeder so seins, ganz in Ruhe aufstehen, wach werden. Und um 11 ungefähr ist eine Wanderung geplant. Hier ein bisschen durchs Werratal, Thüringen. Und später ist großes Tiny Camper anschauen. Und ein Flohmarkt, also jeder konnte auch Sachen mitbringen, die er nicht mehr gebrauchen kann und hier verkaufen. Und am Abend dann wieder Lagerfeuer und ja, gemütliches Beisammensein. Hier geradezu sind die Bäder, zeige ich euch auch gleich mal. Und da ist die Rezeption, der Wegweiser zum Tiny-Treffen. Toiletten. Und hier sind die Duschen und die Waschbecken. Schlicht und einfach, aber sauber. Ihr seht, der Bagger kommt. Wir sind hier auf dem Dorf und haben aber einen richtig schönen Ausblick da hinten auf die Berge. Und hier unten ist die Werra. Wird der Pizzawagen abgeholt, der hier gestern Abend leckere Pizza für All You Can Eat gemacht hat. Der wird mit dem Trecker hier geholt. So, da sind wir wieder. Jetzt gibt's Frühstück. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Oh, yeah. 3, 4. Here comes.
natürlich. Ja. Völlig natürliche Bilder. Voll natürlich. Aber schon, er geht schön. Ja. Toll. Und da habe ich es ja, die sind jetzt schon verkauft. Für meinen Wohnwagen kann ich dir auch mal zeigen. Da habe ich Knietablett. Hast du ihren Wohnwagen mal gesehen? Der ist sowas von inspirierend. Und das ganze Ding kann ich auch da drin verschwinden lassen oder ich kann es nochmal im Wohnwagen benutzen. Da habe ich mir jetzt dann noch den. Ach, habe ich noch gar nicht angeklebt, mein Kissen. Aber da kannst du das gleich mal sehen, wie das gemacht ist. Siehst du? Ja. Und dann wird das da drunter geklebt, richtig? Und dann steht es in Waage, so wie du es... Genau. Und dadurch steht bei mir das Öl, sag ich immer, genau in der Mitte. Weißt ja, du, wo ja manchmal ja, bei ja. der Pfanne, dann hast du ja gerade beim Camping, dann steht der Tisch schief oder so. Und ich kann meinen Gaskocher... Vorher hatte ich das immer auf einem ganz normalen, breiten Tablett. Ja. Ja. So. Ja. Das ist eine Toilette. Wo man gleichzeitig eben ohne unscheinbar die als Tisch benutzen kann oder als da hängst du einen Beutel rein und so. Ja. Das ist jetzt aber auch nur die Variante, wenn ich demnächst mit Wohnwagen Besuch mit habe oder so. Für mich brauche ich so ein Ding nicht. Ich habe eine andere Lösung. So, jetzt bin ich mal aus dem Getümmel los. Hier ist echt andauernd kommt jemand und will quatschen. So schön. Aber ich habe mein Frühstücksgeschirr noch nicht abgewaschen. Daher muss ich jetzt erstmal ein bisschen hier alles sauber machen. Und dann geht es wahrscheinlich noch auf eine Wanderung. Ich warte schon drauf, aber ja, schauen wir mal. Hier ist jetzt jedenfalls das Waschhaus. Da sind 3 Waschmaschinen. Jo, noch ein Automat. Und hier wird jetzt abgewaschen. So, jetzt geht's zu einer Wanderung und ich weiß gar nicht so genau, irgendwie ist hier die Grenze zwischen Hessen und Thüringen und ja, da wollen wir hinwandern. Hier unten ist übrigens ja die Werra und auf der anderen Seite, das ist der Grenzfluss von Hessen und Thüringen, also auf der anderen Seite die Berge, die man sieht, das ist schon Hessen. Ich stehe in Thüringen. Der Fußballrasen wird vorbereitet. So, wir gehen jetzt los zu unserer Wanderung. Und zwar zum Grenzmuseum Schifflers Grund. Da ist der Campingplatz. So, jetzt geht's hier hoch auf eigene Gefahr. Und mal sehen, was es für einen Ausblick gibt. Stimmt's, Aki? Ein schöner Ausblick von Thüringen nach Hessen. Hier gibt es ein Denkmal. Erstmal sind hier lauter beschriftete Steine. Feel free. Eine Frauenfigur durchschreitet den Rahmen, eine offene Tür. Die Frau ist in Bewegung, gleichfüßig überschreitet sie die geöffnete Grenze. Sie kann sich frei bewegen, den Blick auf eine weite Zukunft gerichtet. Ist ein Mahnmal. Das war mal die innerdeutsche Grenze hier. Lustig, alle sind nach rechts gegangen und ich nach links, weil da müssen wir hin. Einigkeit, Recht und Freiheit.
voll lustig, die sind alle in die andere Richtung gegangen und kommen auch noch nicht. Ich bin die Einzige, die hier lang gegangen ist und ich bin jetzt da. Mal sehen, wann sie alle umkehren. Von hier sieht man es besonders gut. Hier ist praktisch die alte Grenze. Und da oben, ich muss mal ein Stück zur Seite, da ist der Turm. So, da stehen schon ein paar Fahrzeuge. Einen schönen Ausblick hatten sie ja. Holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. So, ich als Kulturbanause habe mir tatsächlich hier einen Eintritt gegönnt. Eintritt kostet 5 €. Und jetzt kann ich euch hier alle Fahrzeuge zeigen, die hier damals im Einsatz waren. Wow, wie viele Messgeräte die da drin hatten. Heute sieht es wahrscheinlich noch viel schlimmer aus. Da gehen wir jetzt rein. Da ist der Absprung. Und hier saß der Pilot. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hallo? Way back a year ago. Krass, da würde man sich doch tatsächlich so beobachtet fühlen bei diesen ganzen Kameras hier. Das ist ein riesiger Scheinwerfer. Hier kann man tatsächlich reingehen. Und da sind die Schießscharten, glaube ich. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back. Habe ich voll den Schreck gekriegt. Dachte, hier steht einer. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Wer ist schon mal in solch einem Auto gefahren? Ich. Jetzt geht's da hoch. Dieses Ding hier ist 11 Meter hoch und ist der. Also, er steht am Originalstandort seit 1982. Und dann, das war der Nachfolgetyp der runden Beobachtungstürme. Ei! Die hat sich den Kopf gestoßen. Hallo, wer kennt ihn noch, den Kübel? Ich kann so einen Teil sogar fahren. Nicht viele Menschen gibt es da noch wahrscheinlich. Erstmal Schock ziehen, dass er überhaupt startet und dann geht's los. Jetzt geht's wieder zurück und es ist so schön. Hört mal. Vögel zwitschern. I strive just to say I'm alright. So, zur Belohnung gibt's jetzt ein leckeres Käffchen. Und ein bisschen Schoki. Und ich setze mich einfach gemütlich zur Tralasuse.
Oh, schaut mal, heute gibt's wieder einen schönen Sunset. For the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Der Himmel gefällt mir. Ist doch ein Planet, oder? Genau. Also wenn wir jetzt astrologische Fakten sprechen. So, der zweite Tag geht zu Ende. Und es war wirklich ein schöner Tag mit netter Gesellschaft. Und ich zeige euch jetzt nochmal das stimmungsvolle Licht. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Schönen guten Morgen. Heute ist der dritte Tag von unserem Tiny Camper Treffen, der Sonntag und auch gleichzeitig leider der Abreisetag. Heute muss ich mich von allen neu kennengelernten Menschen hier verabschieden. Eigentlich ein bisschen traurig, weil ich habe tolle Menschen hier kennengelernt. Und ja, gegen 13 Uhr werde ich dann Richtung Heimat düsen. Aber jetzt werde ich aufstehen. Es ist 8 Uhr und erstmal meine Brötchen an der Rezeption abholen, lecker frühstücken und dann schauen wir mal, ob sich noch ein paar nette Gespräche ergeben. Sind jetzt erst alle am Erwachen hier. Auch schön, so ein ruhiger Morgen. Hier laufen die Standheizungen. Mehl braucht ungefähr zusammengenommen mindestens 10-12 Minuten. Also muss die Hitze so runterdrehen. Ja. Ciao. Tschüss. Auch so. Alles Gute weiterhin. Ja, danke. Dir auch. Komm gut im Eimer. Pass ich dich. War schön, dich kennengelernt zu haben. Geiles Teil. Tschüss. Ciao, André. Tschüss. So, es geht nach Hause. Ich habe mich jetzt von allen verabschiedet. Die ersten sind sogar schon vor mir gefahren. Ein tolles Wochenende geht zu Ende mit super viel Inspiration. Und ich habe super viele nette Leute getroffen. Garantiert bin ich beim nächsten Jahr wieder dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier ist übrigens der Ort Wahlhausen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Abo dalassen und Glocke nicht vergessen. Bis bald! I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more.